Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Webinar Deep Dive Session. Mein Name ist Amelie Litwin und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen zu besprechen, wie Sie skalierbar inspirierende Shopping-Erlebnisse kreieren können, die dann auch konvertieren. Kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Partner-Marketing-Managerin bei Styler und befasse mich, wie auch viele meiner Partner, täglich damit, wie B2C und B2B-Unternehmen eine inspirierende digitale Experience bieten können. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten den ein oder anderen Denkanstoß und die ein oder andere hilfreiche Idee für Ihren Unternehmenserfolg in 2019 mit auf den Weg geben kann. Am Ende des Webinars wartet dann auch eine kurze Live-Demo auf Sie, die für viele von Ihnen bestimmt wirklich interessant sein könnte. Da wir jetzt aber nur 20 Minuten Zeit haben, möchte ich mit Ihnen direkt ins Thema starten, nämlich mit drei Statistiken zum Onlinehandel. Wussten Sie, dass Ende 2018 der E-Commerce seine Umsätze um 10% gesteigert haben wird, während das Plus des stationären Handels bei nur 1% liegt? Und wussten Sie auch, dass 87% der Deutschen sich online informieren, bevor sie ein Geschäft besuchen? Und selbst 58% der Besucher im Geschäft dann lieber online auf ihrem Handy Sachen nachschauen, als den Verkäufer vor Ort zu fragen. Diese Zahlen machen ganz deutlich, dass sich die Hierarchie zwischen stationärem Handel und Onlinehandel ganz klar gewandelt hat. Früher war das stationäre Geschäft der Mittelpunkt und die entscheidende Beratungs- und Inspirationsquelle, während der Onlineshop nur ein weiterer Verkaufskanal des stationären Handels war. Aber das hat sich mittlerweile gedreht. Heute finden nämlich viele der ersten Berührungen online statt, und die digitale Shopping-Experience ist ausschlaggebend dafür, ob Leute das stationäre Geschäft besuchen oder nicht. Wenn wir uns jetzt aber mal die Online-Auftritte von Fashion-Brands und Händlern anschauen, dann wird klar, dass viele einfach nur einen digitalisierten Katalog ihrer Produkte anbieten. Man kann darin nach Produkten suchen, kann die Farbe und die Größe auswählen und hat auch verschiedene Optionen zu zahlen. Aber kann man diese Kataloge als ein inspirierendes Shopping-Erlebnis bezeichnen, das auch 2019 noch das Potenzial hat, Kunden für sich zu begeistern? Die Antwort ist nein. All das ist zwar essentiell für ein inspirierendes Shopping-Erlebnis, macht aber nur einen Teil davon aus, nämlich den Transaktionsprozess. Dieser Teil ist ausreichend für Leute, die wissen, was sie suchen. Viele Besucher ihres Shops suchen aber gar nichts Bestimmtes bzw. haben keine konkrete Kaufabsicht und wollen sich online einfach nur informieren und inspirieren lassen. Und was muss ein digitales Shopping-Erlebnis also beinhalten, um auch diese Leute effektiv abzuholen? Um das zu beantworten, eignet sich das sogenannte AIDA-Prinzip ganz gut, das die vier Phasen beschreibt, die ein potenzieller Käufer eines Produkts oder einer Dienstleistung durchlaufen muss, um dann schließlich einen Kauf zu tätigen. Hier sehen Sie die vier Phasen des AIDA-Modells, die ich ganz kurz mit Ihnen durchgehen möchte. Im ersten Schritt muss ein inspirierendes Shopping-Erlebnis zunächst die Aufmerksamkeit des Käufers erregen, ihn also ansprechen. Im nächsten Schritt muss das Interesse an Ihrer Marke und Ihren Produkten geweckt und aufrechterhalten werden, was dann im nächsten Schritt zu einem konkreten Kaufverlangen ausgebaut werden muss. D, weil Desire, also Kaufverlangen. Im finalen Schritt der Aktion oder auch Transaktion muss der Interessierte dann tatsächlich Kunde werden und den Kauf tätigen. Und die eben besprochenen digitalen Kataloge, die man bei vielen Fashionhändlern noch findet, decken nur den letzten Schritt des AIDA-Modells ab, da sie zwar eine Transaktion ermöglichen, aber nur wenig Aufmerksamkeit, Interesse und tatsächliche Kaufwünsche wecken, vor allem wenn ein Nutzer eben nicht weiß, was er konkret sucht. Dabei sind es ja diese ersten drei Schritte, die die Transaktion möglich machen, da sie die Kaufentscheidung entfachen und vor allen Dingen vorantreiben.
Das heißt für uns, dass in 2019 ein erfolgreicher Webauftritt nicht nur Transaktionen ermöglichen muss, sondern das komplette AIDA-Prinzip abdecken muss. Also auch Aufmerksamkeit entfachen, Interesse wecken und Verlangen fördern sollte. Aber die Herausforderung ist ja, wie man skalierbar solche inspirierenden Online-Erlebnisse schafft, die dann tatsächlich auch konvertieren. Und die Lösung dieser Herausforderung, die liegt in Shoppable Content. Aber lassen Sie uns das jetzt mal gemeinsam aufdröseln. Dass Content King ist, das wissen wir ja schon lange und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Denn guter Content spricht Menschen emotional an, aktiviert damit die rechte Gehirnhälfte und stimuliert die Ausschüttung des Hormons Oxytocin, auch bekannt als das Liebeshormon, welches für unsere Empathiefähigkeit verantwortlich ist. Und die Ausschüttung dieses Hormons kann dazu führen, dass die Zielperson Vertrauen zu einer Marke oder einem Produkt aufbaut, was wiederum dann die Chancen für eine Umsatzsteigerung erhöht. Content kann aber natürlich auch ganz schlicht und einfach den Nutzer dazu inspirieren, bestimmte Produkte zu kaufen. Tutorials, Trendguides, Lookbooks, How-Tos oder auch Styleguides, all das sind Content-Arten, die Produkte in ganz neuer Perspektive zeigen und den Käufer damit ganz anders anregen als jetzt simple Produktbilder oder Beschreibungen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, guter Content muss nicht immer enorm arbeitsaufwendig sein oder gleich Longform-Storytelling sein. Guter Content, das sind schöne Bilder, auch kurze Videos, User-Generated Content. Viel, was gar nicht so viel Aufwand ist. Allerdings reicht guter Content noch lange nicht aus, um Ihre Conversions messbar zu erhöhen. Die Herausforderung liegt nämlich in der Verbindung zwischen Content und Produkt. Hat man es nämlich erstmal durch guten Content geschafft, eine Kaufintention beim Kunden auszulösen, darf dieser natürlich nicht im Dschungel des Kaufprozesses verloren gehen, sondern muss sofort die Möglichkeit haben, die Produkte aus dem Content direkt in den Warenkorb zu legen oder eben durch Click und Collect zu bestellen und dann im Store abzuholen. Und es ist ja diese Kombination aus weichen Faktoren wie Lifestyle-Themen mit konkreten Produkten, die dann eine inspirierende Markenerfahrung ausmacht und dafür sorgt, dass sich der Kunde von der Marke verstanden und auch irgendwo repräsentiert fühlt. Genau das macht eine Marke zu einer Marke. Und bloße Produktlistings erfüllen diese Anforderung nicht. Ja, und im Beispiel hier sehen Sie, wie inspirierender Content und Produkte geschickt verknüpft werden. Wir haben hier ein Magazin, das Inspirationen wie Style Guides und Close-Ups zusammenträgt, auch mit Lifestyle-Themen wie Travel verbindet und dann die relevanten Produkte wie diesen schwarzen Mantel in dem Content unterbringt. Drückt man nun beim Lesen auf das Produkt, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem man Größe und auch in manchen Fällen Farbe auswählen kann und das Produkt dann direkt in den Warenkorb legen kann, um danach schön weiter zu stöbern oder sich anders inspirieren zu lassen, wie mit durch die weiteren Produkte aus dieser Story. Dadurch entsteht dann eine nahtlose Shopping-Experience, die die Absprungrate minimiert und die Conversion-Rate steigert. Und wie gerade schon angesprochen, Sie müssen hier auch keine direkte Kaufoption bieten. Sie brauchen noch nicht mal einen Online-Shop. Wenn Sie hier Cross-Channeling-Konzepte anwenden, wie gerade gesagt Click und Collect oder Reserve und Collect, dann schlagen Sie eine Brücke zwischen dem stationären und dem Online-Handel. Dabei informiert sich nämlich der Verbraucher zwar online, kauft aber letztendlich im stationären Geschäft. Und der Online-Shop selbst ist dafür nicht relevant. Entscheidend ist aber vielmehr die Information und die Kommunikation über die Webseite. Und auf diese Weise werden dann Ihr stationärer und Ihr Online-Verkaufskanal vernetzt und dem Verbraucher alle Optionen geboten. Vorteil für Sie als Händler ist natürlich, dass Sie Anreize schaffen, Ihren stationären Laden zu besuchen. Und für den Konsumenten werden Aspekte wie Zeitgewinn oder die Tatsache, dass die Ware stationär angeschaut und anprobiert werden kann, als Vorteil erachtet. Und mit dieser kundenorientierten Verzahnung Ihrer Kanäle
können Sie 2019 also in jedem Fall punkten. Jetzt ist aber die Frage, wie man solche Markenerfahrungen skalierbar erstellen kann. Und als Best Practice möchte ich Ihnen inspirierende Landingpages ans Herz legen. Landingpages sind ein vernachlässigter, aber wirklich immer wichtiger werdender Teil der Markenbotschaft, nämlich signifikanter erster Eindruck und Touchpoint für viele neue Käufer. Und auch wiederkehrende Besucher finden Landingpages natürlich wichtig. Bei ihnen spielen sie die Rolle, dass sie inspiriert werden müssen und sich weiterhin mit ihrer Marke beschäftigen müssen. Und so eine Landingpage inspiriert die Leute, sich tatsächlich zum Kauf motivieren zu lassen. Und umso bedauernder ist es, dass Marken und Händler zwar große Teile ihres Marketingbudgets für Traffic ausgeben, dieser bezahlte Traffic aber zu wenig konvertiert, einfach weil die Landingpages nicht ihr volles Potenzial ausnutzen. Dabei bieten ja Landingpages eine perfekte Möglichkeit, mit einer vielfältigen Kombination aus Content und Produkten den Nutzer zum Kauf zu bewegen. Auf der linken Seite sehen Sie hier ein tolles Beispiel einer Landingpage, in diesem Fall von KPM. In diesem Jahr war die Boho-Hochzeit ja voll im Trend, vielleicht haben Sie es mitbekommen. Und durch die royale Hochzeit von Harry und Meghan waren viele Leute auch angestachelt und auf der Suche nach Inspiration im Netz. KPM hat das ganz geschickt ausgenutzt und verschiedene Landingpages zum Thema Hochzeit kreiert und spannende redaktionale Inhalte mit Produkten kombiniert. Und mein Tipp ist auch für Sie, nutzen Sie solche Anlässe, um das Gleiche zu tun und Verbraucher mit Trendthemen abzuholen und sie so für ihre Produkte zu faszinieren. Wie ich bereits im Intro-Webinar gesagt habe, gibt es für 2019 wieder unzählige Anlässe und Trends, zu denen schöne Landingpages gebaut werden können, um Umsatz zu maximieren. Denken wir nur einmal an die Anlässe, die jedes Jahr wieder kommen, wie Valentinstag und Muttertag. All diese Anlässe sind super, um schöne Landingpages mit zum Beispiel Gift Guides zu bauen. Und wie Sie jetzt solche Landingpages schnell und einfach zusammenstellen, das möchte ich Ihnen jetzt in einer kurzen Live-Demo zeigen. Dazu gehen wir in das Styler Backoffice. Auf der linken Seite sehen Sie hier die verschiedenen Modulmöglichkeiten, mit denen Sie Landingpages baukastenartig per Drag and Drop zusammenbauen können. Es gibt natürlich auch Templates, aber ich möchte Ihnen zeigen, wie es wirklich ganz einfach funktioniert, mit einer kompletten Leinwand, mit einer weißen Leinwand quasi anzufangen. Deshalb fangen wir jetzt an, und zwar mit einem Banner. Dafür suche ich mir jetzt ein Bild aus. Das könnte ich jetzt hier hochladen. Ich habe es aber, glaube ich, schon in der Bibliothek. Genau. Suche mir das Bild aus. Passe meine Überschrift an. Könnte jetzt hier einen Text einfügen und einen Call-to-Action-Button wie Kollektion entdecken und habe hier meinen Banner. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den Banner zu gestalten. Mir hat das hier so ganz gut gefallen. Ich könnte den Text auch irgendwo anders im Bild platzieren. Die Textbox größer oder kleiner machen, aber ich finde es so ganz schön. Und wenn wir uns die Preview ansehen, dann sieht man, die Engine hat das Bild beschnitten, die Textbox super formatiert und angepasst. Ist also ein schöner Eintritt für die Landingpage, wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt hier, eine Landingpage für den Januar mit der neuen Kollektion in Pastelltönen bauen möchte. So, als nächstes möchte ich redaktionelle Inhalte einfügen aus meinem Content Hub, die ich mit Styler erstellt habe. Dabei handelt es sich um Stories, die ich bereits geschrieben habe und hier einfach nochmal refactoren möchte. Sie sehen, mir werden hier automatisch die letzten Stories gezogen, die ich hochgeladen habe. Aber ich kann stattdessen auch
nach Tags oder Kategorien sortieren. Wenn ich zum Beispiel eine Landingpage für Weihnachten baue und weiß, ah, ich habe noch Magazinbeiträge zu Weihnachten, dann kann ich hier nach Weihnachten suchen und eben die Artikel aus den letzten Jahren wiederverwerten und habe schönen Content zu Weihnachten. Sie sehen außerdem, Styler ordnet die Stories visuell ansprechend an, ohne dass ich hier irgendwie noch händisch irgendwas zurechtrücken müsste. Das sieht alles automatisiert wunderbar aus. So, und weil eine Landingpage natürlich auch conversionlastig sein soll, werde ich jetzt Produkte einfügen. Auch hier gibt es wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Entweder so ein Product Slider, man kann die Produkte, ein paar mehr Produkte auf einer Seite zeigen oder schön anordnen lassen. Wir werden jetzt ganz einfach mit drei Produkten arbeiten, die ich jetzt aus meinem Shop suchen kann. Wir haben eine Shop-Anbindung zu allen gängigen Shop-Systemen. Auf diese Weise lassen sich Produkte ganz einfach aus Ihrem Kundenshop einbinden. Sie sehen, ich kann danach suchen und die einfügen. So, da habe ich mein erstes Produkt. Was haben wir? Schuhe. Ja, die gefallen mir. Und dein letztes Produkt. So. So lassen sich eben schön auch komplette Outfits zusammenstellen. Oder Sie könnten jetzt auch ein Video einfügen. Haben Sie vielleicht gesehen, das ist auch eine Modulmöglichkeit. Und mit einem Product Slider das Video einkaufbar machen. So. Ich finde, hier fehlt noch eine Überschrift. Wunderbar. So, und wie gesagt, hier gibt es die Möglichkeit für ein Video. Ich könnte auch meinen Instagram-Feed einfügen, damit ich einfach eine schöne Brücke zwischen all meinen Content-Feldern schlage. Was ich Ihnen jetzt aber noch schnell zeigen möchte, ist das Modul Editorial Shopping. Dazu suche ich mir ein Bild raus. Habe ich auch schon hochgeladen. Was viele Produkte kombiniert zeigt, wie zum Beispiel hier verschiedene Deko-Elemente in einem Kontext. Da kann ich mit ganz einfachen Pins die Produkte markieren und raussuchen. Das mache ich jetzt nicht aus Zeitgründen, aber so habe ich eine schöne interaktive Shopping-Experience. Auch hier der Divider. Schauen wir uns mal die fertige Landingpage an. Sie sehen, wir arbeiten wirklich direkt am finalen Produkt. Und es sieht alles super aus. Lassen Sie uns mal den Bildschirm etwas kleiner ziehen. Heutzutage ist es ja wichtig, dass alles auch responsive ist, ne? Damit alles auf allen Endgeräten wirklich optimal aussieht. Das ist hier der Fall. Alles responsive. Ich musste nichts händisch bearbeiten, keine Templates befüllen, keine Bilder beschneiden. All das hat die Engine für mich übernommen und genau das macht es dann am Ende so skalierbar. So, Sie sehen, innerhalb von 5 Minuten ist wirklich aus einer groben Idee eine komplett fertige Landingpage, ein komplett fertiges Shopping-Erlebnis geworden, das wirklich super ansprechend aussieht und Lust macht auf mehr. Die Handhabung war extrem einfach und intuitiv.
Ich hatte keine HTML- oder Photoshop-Kenntnisse gebraucht und genau das benötigen sie ja, damit dann am Ende es auch möglich ist, skalierbar inspirierende Shopping-Erlebnisse zu kreieren, die dann die Verbraucher immer wieder mit neuen Inhalten auf ihre Webseite bzw. ihren Shop locken. So, mit einem Blick auf die Uhr wird mir klar, dass wir mit unserer Zeit leider am Ende sind und ich keine Zeit mehr habe, Ihre Fragen zu beantworten. Aber falls Sie Fragen gestellt haben, werde ich mich im Nachgang natürlich bei Ihnen melden. Und wenn Ihnen jetzt noch Fragen einfallen oder in den kommenden Tagen, dann bitte ich Sie, sich bei mir zu melden. Hier sehen Sie meine Kontaktdaten eingeblendet. Ich freue mich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Also melden Sie sich. Und ansonsten kann ich mich jetzt nur noch für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen wirklich schönen restlichen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.